Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei Oddworld New and Tasty bei Sitzung im Let's Play. Schön, dass ihr zuschaut. Wir haben jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Räume von 8 geschafft und gehen jetzt mal den 6. an. Schwubidu, schwubidu. Und gucken mal, wie wir hier am dümmsten weiterkommen. Okay, hier ist ein Scrap. Scraps können springen. Aber ich vermute nicht unbegrenzt weit. Ich denke mal, ich muss ihn wahrscheinlich erstmal. Ja, komm. Lass es kommen. Komm, Kumpel. Ha? Lass dich nicht rücken. So, jetzt so. Jetzt kann ich nämlich hier rüber. Und hier den Hebel ziehen. Gut. Dann hätten wir das eine schon mal geschafft, dass hier das Feuer brennt. Jetzt muss ich hier nur noch versuchen runterzukommen, ohne mich von dem Scrap aufspießen zu lassen. Ah. Ich spring die immer erstmal an. Ich möchte sie einfach mit Zärtlichkeit verwirren. Aber das bringt wahrscheinlich gar nichts. Das heißt, ich muss warten, bis der bei mir ist und dann kann ich wahrscheinlich hier nach links weiterrennen. Und warten ist ja nun wirklich eine meiner Stärken. Ich kann mich ja auch erstmal ein bisschen hinsetzen. Nur so. Weil das einfach entspannt ist. Oh, Typ, komm jetzt. Die auch noch anlocken. Ja! Meine Güte, du bist ja, du benimmst dich ja wie ein Pferd. Und hoppsala! So, und jetzt? Springen! Aber das kann er ja auch. Ah, das kann er nicht. Hallo, Jungs! Ich finde das cool, wenn die miteinander kämpfen. So, wie sieht's hier aus? Ah ja, okay. Ich habe jetzt auch noch keine Ausgangstür gesehen. Das heißt, ich will jetzt erstmal... Ja, ey, sag mal, hallo, das ist ja völlig unter meinem Niveau. Also wirklich. Also, total linear und so, also ehrlich. Super, na, das ging ja mal schneller als gedacht. Und auf in den 7. Raum. Okay, hier gibt's was zum Springen. Und was tun wir? Springen. Flop. Ich habe da so eine blöde Ahnung, was jetzt gleich kommt. Aber... Oh ja, oh ja. Ah. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Nee, ich glaube hier nicht. Hier. Okay. Okay. Du tust überhaupt gar nichts. Gut, dann warten wir doch kurz, bis der Typ hier weg ist. Fangen wir nach unten. Lalala, lalala, lalala. Kann ich aber noch nicht raus. Was, wie, das ist alles? Und was tust du? Ich verstehe, okay. Speichern, runterstellen. So, komm mal her. Komm mal her, Freund. Ja, hier ist schön. So. Aber das nützt mir gar nichts, weil du kannst wieder zurückspringen. Hab ich. Hab ich die Melodie schon? Ich glaube eher nicht, oder? Nee, ich glaube, das war es irgendwie hier noch nicht gewesen. Da muss wohl noch was. Wozu? Wozu? Ach so, ich kann den nach oben schicken. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber wo kriege ich jetzt hier die Melodie her? Ich glaube, das war sowieso der letzte Punkt, an dem ich gespeichert hatte. Unterwegs der Melodie gesehen. Oh, ist einfach nicht so. Oh. Hier kann ich auch nicht machen. Nee. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Ich muss nach unten den Hebel drücken, dann kann ich hier oben springen und dann komme ich da bei der Melodie raus. Also ich muss auf jeden Fall mindestens nochmal hier wieder hoch.
ist eigentlich geil. Das heißt, ich brauche den jetzt hier auch gar nicht groß. Nein, weiter. Manchmal ist es doch auch nur ein Zentimeter. Oh, du isst nicht, das ist echt eklig, ey. Na komm. Ein bisschen komisch, so. Jetzt schnell. Und wir zurück. Oh, der hat mich hier voll weggeholzt. Den würde ich ja gerne mal hochschicken. Ja, dich. Soundtrack hier, der könnte gerade von Jason Bourne stammen. So, jetzt. Genau. Bitte geh weg. So. Wir fahren nach oben. Versuchen darauf zu achten, dass hier nicht gerade irgendjemand Pause macht. Na komm, bisschen. So. Jetzt nochmal speichern. Jetzt kommt hier nämlich Luft raus. Genau so. Ring, 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 ring. Die Frage ist natürlich, müssen wir jetzt echt den Weg da runter, das wäre total unknorke. Ja, müssen wir. Ich würde ja echt total gerne hier ihn hier hochfahren, damit ich eins von meinen beiden Problemen mal los bin. Ich weiß halt nur nicht, ob das realistisch ist. Aber es sieht gar nicht so unrealistisch aus. Und wir springen. Oh, ging es da runter? Na, so ein bisschen. Ach so. Ja gut, nächstes Mal. Gut, dann machen wir die Tür auf, ne? Ist gut. Juhu! Und raus hier. Ja, ich schon. So, und dann kommen wir zum letzten Raum. Es ist wirklich nervenzerfetzend, welche Szenen sich hier abspielen. Wenn ich hier reinspringe, komme ich wohin? Ah ja, nach unten. Wenn ich hier reinspringe, komme ich nach oben. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen einfach schnurstracks hinein. Das klingt schon wieder so fledermausig hier. So, erstmal brauchen wir hier die Tonfolge. Oh nee, ey. Ihr seid echt eklig. Oh. Also wegrennen ist es scheinbar nicht. Aber ich brauche hier, glaube ich, auch Steine, oder? Dafür. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnlos. Hier den Ton und weißt schon. Weg. Ja, die kommt natürlich hinterher, geskriptete Events, wie ich sie liebe. Das heißt, ich habe sie auch ein bisschen eilig, wie es aussieht. Wow. Na komm schon. Na komm schon. Nein. Oh, Mann. Super. Also nochmal. Melodie holen. Dann die Fledermäuse. Ja, komm, ein bisschen noch. Die Fledermäuse ablenken. So etwa. Ja, kommt ruhig, kommt. Ja, verfolgt mich doch. Wann gibt ihr eigentlich auf? Hier gibt ihr auf. Also kurz durchatmen. Hier ist ein Abgrund. Ja, hätte ja klappen können. Aber das ist vielleicht eine Idee für einen anderen Mal, wenn ich dann an der Stelle bin. Nochmal. So. Genau. So, jetzt hier. Klunk. Ich dachte, jetzt fährt das hoch.
Na gut, wahrscheinlich wird das hier nur angemacht. Ich springe hier einfach mal durch. Ich nehme mal an, ich muss hier nicht nach links. Au. Nein. Und dann muss ich nach links. Ja, weil die Straps sind nämlich groß und große Tiere können nämlich nicht so gut wie ich. Und ich? Was mache jetzt was? Meine Güte. Hat das jetzt irgendwie geholfen? Nein, hat das nicht. Okay, dann warte ich kurz. Wow. Bevor ich hier blindlings in meinen Verderben renne, gucke ich mal lieber, wo mich denn der Aufzug hier hinführt. Okay, das Licht war nö. Eigentlich müsste das ja schon alles... Obwohl, na... Ich speichere mal hier an der Stelle und gehe nochmal schnell runter. Weil, es wäre theoretisch denkbar, dass es dort links weiterging. Ja, ging es auch. Nee, ging es nicht. Da ging es nur wieder nach Hause. Okay. Gut, nee, dann kann ich das hier erläutern. So. Nun sei es. Na, jetzt aber schnell. Kam doch tatsächlich der Fledermäuse raus. Wie fies ist das denn? Gut, jetzt brennen alle Feuerchen und hier unten die große Tür ist offen. Das ist sehr schön. Und ich begebe mich hier mal in das unbekannte Dunkel. Skarbanische Nester, Ape wusste Scraps und kein Kinderspiel, aber für sie war einen zu viel. Scraps im Sonnenlicht, wie ich es liebe. Du musst jetzt erstmal hier runterkommen. Aber ich musste auch gar nicht hoch. Ha, wie so ein bisschen... So. Lop. Okay, jetzt habe ich es ja tatsächlich geschafft, hier die ganze Strecke mitzunehmen. Hier fallen Steine runter. Oh. Ich warte einfach. Ich warte einfach. Denn ich habe Zeit. Ich darf immer so reinrutschen. So. Wenn ich jetzt... Dann kommst du gleich zu mir, oder? Ja, ich wünsche schon. Oh, das sieht ja echt fies aus. Hm. Okay, was ist das hier? Flup. 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 Ich laufe einfach mal blindlings drauf los. Weil das muss ja hier irgendein bisschen was anspruchsvolleres sein. Das Level ist ja schließlich das Abschlusslevel. Dann hier rein. Ja. Ach, hier hinten. Ah, okay. Jetzt habe ich mich gerade selber nicht gesehen. Das heißt, ich bin jetzt hier und kann jetzt was tun? Chanten. Chanten geht immer. Sieht aber nicht so aus, als wenn mir das irgendwie hilft. Ich glaube, ich habe was übersehen. Ich mache das mal nochmal. Wie komme ich hier hinten lang? Wie komme ich hier rüber? Hebel oder so vielleicht irgendwo, den ich aktivieren kann, soll, müsste. Hm. Nee, es macht nicht den Anlauf. So richtig hebelig sieht das hier nicht aus. Laufen, laufen, laufen. Kann ich hier mit euch irgendwas machen oder so? Nee, das juckt euch herzlich wenig. Also ich kann mir halt den Verlauf des Levels angucken, ja. Aber ey, das ist ja wie Komplettlösungen lesen. Das will ja keiner. Nee, ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so viel. So, okay, dann springen. Du musst echt hier nicht rüberkommen, ey. Das wäre auch gut ohne dich gegangen. Da kommt ein bisschen auf. So. Und jetzt hier rüber. Und jetzt bringt mir das aber gar nicht. Ach doch, ein bisschen bringt mir das schon. Okay.
Die müssen ja auch nicht immer kämpfen. Wenn ich jetzt dahin gehe, wo du warst, kann ich speichern. Okay, das ist ja schön. So. Und du? Wow! Wow! Und wenn der links mich sieht, dann bin ich auch Geschichte. Und schon hat er mich gesehen. Ja, ich brauch's ja nur zu beschreien. Ah, jetzt habe ich auch verstanden, dass ich mich hier beeilen muss. Oh, warum schnobst denn das so? Das ist echt nicht nett, ey. Aber gut, ich habe das Prinzip verstanden. Und das ist ja immerhin etwas wert. Und würde ich ja mal nach oben springen, kullern. Ich vermute aber ganz stark, dass ich hier zu dem Hebel muss. Naja, ich glaube, es wird ein später Triumph, denn diese Folge ist jetzt zu Ende. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, sowieso immer, wenn es wieder heißt Oddworld New and Tasty hier im Let's Play bei Sitzung. Und noch schöner wäre es, wenn ihr auch dabei seid. Bis dahin, macht es gut und tschüss.